Ja, wir kommen erstmal sehr gut ins Spiel. Natürlich in der ersten Halbzeit führen wir 2-0. Wir kommen dann noch 5-6 Minuten vor der Halbzeit, vor dem Halbzeitpfiff das 2-1 durch eine Standardsituation. Da hat man schon gemerkt, dass wir ein bisschen gekommen ist, haben uns vorgenommen, in der Halbzeit auf jeden Fall die zweite Halbzeit auch gewinnen zu wollen. Wir kommen dann noch das 2-2 und das 3-2. Alles in allem haben wir es nicht geschafft, uns vorne durchzusetzen und hinten halt 3 Gegentore bekommen. Das ist einfach zu viel heute gewesen und haben am Ende des Tages dann hier verloren. Erste Niederlage der Saison, tut sehr weh. Ja, schwierig klar jetzt zu sagen. Ich glaube, heute haben wir 2 Standard-Gegentore bekommen. Da muss auf jeden Fall unser Fokus drauf liegen, dass da wie in den ersten Spielen die 0 steht. Das ist die Basis. Wie du gesagt hast, in den letzten 2 Spielen 5 Gegentore, in den ersten 4 Spielen 0 Gegentore. Und da müssen wir wieder hin zurückkommen, dass wir hinten sicher stehen. Und nach vorne werden wir unsere Chancen bekommen, jedes Spiel und auch die Dinger machen. Und dann werden wir wieder Spiele gewinnen. Nee, noch nicht. Ich habe ihn kurz in der Halbzeit gesehen, wurde behandelt. Wir drücken natürlich die Daumen, dass er, dass nichts Schlimmes ist und dass er uns wieder zur Verfügung steht nächste Woche. Ja, mir geht es persönlich gut, passt alles. Und ja, leider, Niederlage muss man nicht viel sagen, war nicht gut von uns. Vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit zu wenig Gier, zu wenig Zweikampfhärte, zu viel den Schneid abkaufen lassen und dadurch den Gegner groß gemacht, in die Duelle, nichts gewonnen. Und das müssen wir uns einfach vorwerfen, dass wir da die Zweikampfhärte, die Zweikampfquote nicht gemacht haben und dadurch den Gegner hochgezogen haben, den zu Chancen kommen lassen haben und dann halt noch 2 Tore bekommen haben. Das war einfach zu wenig dann in der zweiten Halbzeit. Gut reingekommen kann man auch so zwiespältig sehen, klar die 2 Tore gemacht, davor halt ein paar Chancen von denen auch zugelassen durch Standards, dann halt das 1-0, das 2-0 gemacht, dann ein zu einfaches Gegentor bekommen vor der Halbzeit, wieder durch den Standard halt und dann aus der zweiten Halbzeit nicht gut rausgekommen, finde ich. Keine Zweikämpfe gewonnen, halt ja nicht mal die Härte gezeigt, die es hier in der dritten Liga einfach braucht, um mal halt auch mal eine gelbe Karte mitzunehmen, das ist auch nicht schlimm, aber einfach diesen Willen zu zeigen, den Ehrgeiz einfach, den Gegner auch niederzufighten und halt auch keinen schönen Fußball muss man nicht da spielen, man muss einfach dann die Duelle gewinnen und dadurch sich groß machen und dann kann man immer noch Fußball spielen nach vorne. Und wenn wir da hart die Woche arbeiten, ein bisschen auf unsere Fehler schauen, aber im klaren Kopf wird schon den Blick nach vorne werfen auf Freiburg und dann dort die nächsten 3 Punkte einfahren.